Hallo ihr Lieben, willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es ein super leckeres Backofengericht und zwar habe ich Köfte gemacht auf einem leckeren Gemüsebett mit gegrilltem Gemüse. Es ist super lecker geworden und es ist wunderbar geeignet dafür, wenn man viel Besuch bekommt. Probiert es unbedingt mal aus und viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes fangen wir an mit den Köfte. Dazu benötigen wir 1 Kilogramm Hackfleisch, 1 halber Teelöffel Thymian, 1 halber Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Teelöffel Chiliflocken, 2 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Pfeffer, 2 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Kumin, 1 Esslöffel Senf, eine halbe Packung tiefgefrorene Petersilie oder aber auch frische, 2 geriebene Zwiebeln und 2 Eier. Ich gebe nun alle Zutaten zu dem Hackfleisch und knete es ca. 10 bis 15 Minuten gut durch. Nun forme ich aus dem Hackfleisch die Köfte. Für das Ofengemüse habe ich je eine grüne, rote und gelbe Paprikaschote benutzt, eine rote Zwiebel und 400 Gramm frische Champignons. Die Paprikaschoten schneide ich in große Stücke. Die rote Zwiebel habe ich sehr groß gewürfelt und die Champignons habe ich halbiert. Für die Gemüsemarinade habe ich je 1 Teelöffel Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver und Thymian zusammen mit einem Esslöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Tomatenmark und 3 Esslöffel Olivenöl gut vermischt. Ich habe alles mit dem Gemüse zusammengemixt und auf einem Backblech in den vorgeheizten Ofen gegeben. Nach ca. 25 Minuten im Backofen habe ich das Gemüse rausgeholt. Meine Köfte habe ich dann in etwas Öl angebraten und auf dem Gemüse verteilt. Alle Köfte passten wunderbar auf mein Blech, es waren übrigens 31 Stück und zum Schluss habe ich dann noch mit Peperonis und Tomaten
die Köfte so ein bisschen garniert und dann habe ich alles wieder in den Backofen geschoben und zwar bei 250 Grad für 15 Minuten und dann war das Gericht auch schon fertig. Dieses Gericht ist perfekt dafür, wenn man viel Besuch hat, weil man möchte ja nicht unbedingt vor der Pfanne stehen. Bei diesem Essen kann man alles vorher vorbereiten und einfach nur kurz bevor der Besuch da ist, alles in den Backofen schieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr es mal ausprobiert, schreibt es doch mal in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.